Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht es schon, es ist wieder Lesezeichen-Challenge-Zeit. Und zwar wollte ich euch gerne die eingereichten Lesezeichen für den Oktober zeigen. Und ich wollte mal zeigen, so schön werden die teilweise hier, passen hier rein, so schön werden die verpackt und erreichen uns dann. Und dazu habe ich auch eine Goodie-Tasche bekommen. Die habe ich auch noch nicht aufgemacht, die wollte ich einfach jetzt mal live im Video, mit euch gemeinsam auspacken. Dann habe ich eine wunderschöne Karte dazu bekommen. Ich schicke dir ein Lächeln, den Spruch finde ich mega. Und die Karte ist echt schön gestaltet, super. Und auch hier eine kleine Feenkarte. Ist auch von innen bestempelt und traumhaft schön. Und wollte ich auch nochmal Danke sagen. Ihr müsst keine Goodies einpacken, aber ihr wisst ja, wie das immer ist. Man freut sich ja trotzdem irgendwie darüber, oder? Genau. Vielen, vielen Dank auch für die Karten oder die ganz lieben Grüße. Manchmal ist auch ein Zettel dabei. Manchmal sind auch für 3 Monate, ich hatte jetzt einmal einen Umschlag mit Oktober, November, Dezember, überhaupt kein Thema. Total schön und ja, was soll ich sagen, wir sind immer noch mega begeistert, dass ihr immer noch so fleißig mitmacht. Und jetzt wollen wir uns mal gemeinsam die ganzen Lesezeichen anschauen und am Ende zeige ich euch dann das Gewinnerlesezeichen. Es musste wieder ausgelost werden, weil schaut euch die an. Wie soll man sich da bitte schön entscheiden? Die sind einfach zu schön alle. Und das, der neue Gewinn für November, den zeigt euch Annika dann auf dem Kanal. So, jetzt mache ich wieder ein bisschen Musik und zeige euch die alle einzeln nochmal in die Kamera. So, und bevor ich jetzt die Gewinnerin einmal ankündigen wollte, möchte ich gerne noch die Goodies auspacken. Ich finde es toll, dadurch, dass wir jetzt dieses Plastikproblem haben, finde ich das auch ganz schön. Ich benutze diese Rossmann-Tüten oder Papiertüten auch unheimlich gerne zurzeit, um etwas einzupacken. Und so.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es auch, wenn das durchsichtig so eingepackt ist, so als Schutzfolie. Und ich habe auch noch ganz viele solche Plastiktüten. Und ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel solche Tüten über habe, die werden dann einfach jetzt öfter benutzt, sodass ich keinen, also ich versuche jetzt ohne Plastik auszukommen. Das, was ich da habe, werde ich jetzt verwenden. Und ich finde es eigentlich auch schön, wenn man sowas so nett verpackt. Also ich finde schon, dass das was hermacht. Ich mag auch dieses milchige Transparenzpapier oder die Papiertüten. Vielleicht überlege ich mir für 2020 mal Alternativen dazu. Vielleicht gibt es eine Alternative. Ich weiß zwar immer noch nicht, welche. Aber vielleicht habt ihr ja Ideen. Wie gesagt, das mache ich aber für mich. Na, wir sind jetzt, meine Tochter und ich haben jetzt uns auch eine große, gute Flasche gekauft, sodass wir aus unseren Glasflaschen das stille Wasser oder Sprudelwasser umfüllen. Es gibt keine kleinen Plastikflaschen mehr bei uns hier zu Hause oder überhaupt Plastikflaschen. Und das ist auch so ein kleiner Schritt Richtung ja, Umweltschutz. Ne? Jeder muss ja seinen Beitrag irgendwie dazu tun. So. Also nicht falsch verstehen, diese Tüten werden die Bücherei, die ich haben möchte, nehme ich die und benutze die für meine nächsten Goodies, die ich verschenken möchte. Und wenn ich die verschicke, macht es jemand anderes vielleicht auch, sodass die Tüte eben nicht im Meer landet oder im Ozean, sondern dass wir die halt öfter benutzen. Und dann ist es doch auch okay. Ja. So, meine Goodies sind jetzt hier und die wollte ich euch gerne noch einmal zeigen. Schöne Büroklammern mit geklebtem Band, das ist schön fest und stabil, gefällt mir richtig gut. Hallo steht hier. Ja, die werde ich auch alle spenden noch an die Schule. Ist total süß, dass jemand noch so viele extra macht. Wahnsinn. Die sind von Martina. Vielen Dank, Martina. Auch die sind total schön. Gefällt mir gut. Und zwei Dinos, die sich angucken. Niedlich. Genau. Lesen, das finde ich auch schön, dass man mit diesen Buchstaben ja sowas Tolles machen kann. Und auch die Perlen sind wunderschön. Astronaut. Eis. Die Zeit kommt wieder, die Eiszeit. Dass wir Eis essen können. Roboter. Oh, Einhorn ist auch immer süß. Und ein kleines Monster. Und alles zu Ton und Ton. Super, vielen Dank für die Goodies. Die packe ich einfach mit dazu. Und dann haben wir wieder noch ein paar mehr. Aber ich bin auch so sehr begeistert, dass sie immer noch so fleißig mitmacht. Ja, wie gesagt, ihr habt sie eben gesehen. Sie sind alle traumhaft schön. Und wir mussten das los entscheiden lassen. Und gewonnen hat... Tada! Ja, die liebe Birgit hat gewonnen. Mit ihrem Büchereule und freue mich sehr. Die hat sie auch im Video schon gezeigt. Sie hat davon ja noch insgesamt, glaube ich, 3 Stück gemacht. Ich gucke mal, ob ich das dritte auch noch finde. Weiß ich nicht. Ja, also ich, soll ich nochmal gucken. Ach ja, sie hatte doch 3 gemacht. Ich habe das doch gesehen. Auf jeden Fall. So schnell gehen die dann wieder. Nee, verloren geht hier gar nichts. Ja, auf jeden Fall hat dieses hier gewonnen. Das fanden, hat, da ist es, guckt euch das mal an. So, da. Genau, diese 3 hat mir die Birgit ja zugeschickt und das hat im Auslosverfahren gewonnen. Und der Gewinn geht jetzt zu dir. Deine Adresse habe ich noch auf dem Briefumschlag, die würde ich dann dafür jetzt benutzen. Genau, und wie sie dieses Lesezeichen gemacht hat, könnt ihr bei ihr auf dem Kanal Bivo Deko-Welt einfach eingeben bei YouTube und da könnt ihr mal sehen, wie sie das gemacht hat. So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder so fleißig, so tolle Lesezeichen eingeschickt habt. Und eines ist schöner als das andere. Und finde es auch immer faszinierend, wie unterschiedlich die sind. Und auch das zum Beispiel, ich glaube, es ist gehäkelt. Auf die Idee würde ich persönlich gar nicht kommen. Erstmal kann ich nicht so gut häkeln und zum anderen... komme ich da gar nicht drauf, weil ich ja Papierbastlerin in dem Sinne bin. Oder auch diese Perlen, einfach mal andere Perlen zu benutzen. Das sieht auch schön aus. Oder jetzt, den finde ich auch so niedlich. Die Eule guckt immer so böse. Das ist von Gerda Steiner Design, das Set habe ich noch nicht. Das fand ich natürlich auch mega, ne? Das Skelett, also, aber nur wenn die Kinder das abkönnen. Oder... ja, das mit dem Fuchs, ich weiß gar nicht. Und die Form ist auch ganz, also normal haben wir das so rum. So rum habe ich es auch noch nie vorher gesehen. Oder jetzt auch mit dem Pfeil und dem Monsterchen.
oder ja, so eine kleine Halloween-Landschaft. Wie gesagt, es sind einfach so schöne und so tolle Lesezeichen. Die Kinder, also wir sind immer alle begeistert, und ich wollte nochmal versuchen, ob ich, wenn ich jetzt diese Lesezeichen abgebe, ob ich auch nochmal die Presse dazu holen kann, dass ich das mit der in der Bücherei abspreche. Die ist regelmäßig in einer Zeitung zu sehen, jeden Monat oder jedes Quartal. Ich frage sie einfach mal, ob wir auch einmal genannt werden in der Zeitung. So, ihr Lieben, dann vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Gewinn geht dann jetzt bald raus, und guckt bei Annika bitte einmal vorbei, damit ihr sehen könnt, was es zu gewinnen gibt im November. Und Dankeschön nochmal an alle, die mitgemacht haben, und alle, die hier das unterstützen und zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.